Was fasziniert uns an ihm? Was hat ihn zu der Person gemacht, die er heute ist? Was bewegt Menschen dazu, ihn zu hassen, ihn zu besuchen? Metal-Leute und willkommen. Dies ist die Geschichte des Drachenlord. Am 20. März marschierte Rainer in einem Vlog schnaufend nach Enskirchen. Auch erschien das Video Metal-Leute neue Alben am 18. März 2016. Darin redet Rainer über Metal-Bands, die er bis vor kurzem noch nicht kannte und deren Namen er nicht aussprechen kann. Confuse, glaube ich, soll das heißen, mit dem Album Castle of Revenge, glaube ich, soll das heißen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, falls nicht, es steht ja hier. Am 21. März kündigte Rainer im Dragon Monday neue Vlogs an. Es gibt keinen Lauf-Vlog mehr, es gibt keinen Hater-Vlog mehr, es gibt keinen Kindergarten-Vlog mehr, es gibt einfach nur noch Vlogs. Ein Vlog ist ein Vlog. Und ob ich dabei laufe, ob ich dabei scheiße oder ob ich dabei von mir aus auch auf dem Pipi-Klo hocke oder mir gerade einen Blowjob verschaffen lasse, das ist völlig irrelevant. Natürlich ist das jetzt weit hergeholt und alles ein kompletter Blödsinn, das wisst ihr auch. Aber ich wollte damit nur mal zeigen, was Sache ist. Kurzum, es gibt einfach nur noch die Vlogs und es gibt keine Vlogs. Basta. Keine Lauf-Vlogs, keinen anderen Scheiß. Hört auf, mich damit zu langweilen. Dankeschön. Und ich weiß genau, was jetzt passiert. Und wenn ihr das macht, dann beweist ihr wieder mal nur, dass ihr kleine Kindergartenkinder seid. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt hergehen und mich mit dem Scheiß zuspammen. Dankeschön. Ich bedanke mich bei allen Kleinkindern, die im Kindergarten noch nicht mal Manieren beigebracht bekommen haben und deren Eltern Erziehungsmaßnahmen versagt haben. Tut mir leid, liebe Eltern, aber es ist leider so. Im Stream behauptete Rainer wieder, bald umzuziehen und sich dafür zu schämen, ein Mensch zu sein. Da schäme ich mich richtig, dass ich ein Mensch bin, Alter. Wenn solche Untertypen hier auch noch Menschen sein dürfen. Markus, jetzt reicht's, so dummes Stück Scheiße. So ein Abschaum wie dich wollen wir hier nicht. Dankeschön fürs Dasein, auf Wiedersehen. Ihr zieht nur das Niveau auf der Welt runter. Bitte geht euch erhängen. Als Rainer am 22. März streamte, ließ er sich unter anderem zu dieser Aussage hinreißen. Drache leckt Hoden. Ja, ich leck Hoden. Hast du was dagegen? Ich bin bisexuell, Junge. Ich habe wahrscheinlich schon mehr Schwänze im Mund gehabt als der Mutter. Dann erinnerte er sich an die Worte, die einst ein Sicherheitsmann beim Summer Breeze an ihn gerichtet hatte. Letztes Jahr auf Summer Breeze hat einer von der Security zu mir Folgendes gesagt. Erkenne und nutze deine Macht. Du musst immer dich so verhalten, dass du für deine Zuschauer und für deine Fans ein Vorbild bist. Auf dem Juno-Treffen in München, dessen Besuch Rainer nicht gestattet worden war, war es zu einem Skandal gekommen. Ein Puppenredner hatte ein minderjähriges Mädchen auf der Bühne dazu gebracht, das Gummigenital einer Puppe zu berühren. Rainer verurteilte dies, als er am 24. März auf Juno streamte. Am 26. März erschienen Folge 1 und 2 von Welche YouTuber passen zu dir? Darin beantwortet Rainer ein Quiz auf Teste dich. Im Stream bestätigte Rainer, dass sein Hamster verstorben war. Am 27. März erschien das Video Metal-Leute neue Alben am 25. März 2016. Darin scheitert Rainer wie gewohnt an englischer Aussprache und an der römischen Zahl 11. Am 28. März lud Rainer Dragon Monday Folge 23 News und Juno hoch. Darin redet er über den Skandal auf dem Juno-Treffen, obwohl Krobas angeblich gedroht hatte, Rainer anzuzeigen, sollte er über das Thema sprechen. Kurzum, die Person, die mir eine Anzeige geben will, kann sich gerne mal den Finger sonst wohin schieben, wahrscheinlich steht sie drauf. Ich persönlich tu's. Dann erklärt Rainer erneut, bald umzuziehen. Sein Haus, so behauptet er, sei so renovierungsbedürftig, dass man es im Prinzip abreißen und neu bauen sollte. Im Stream
zeigte sich Rainer wieder einmal schlecht gelaunt. Rompito, ich besorge mir das, wenn du dir einen besorgst mit. Ich halte mich aus den Angelegenheiten anderer Menschen raus und halte die Fresse und werde jetzt in der Ecke gefesselt und halte die Fresse. Dann besorge ich mir auch so einen Pulli. Wer hat wo geleckt? Ich und deine Freundin? Mir scheiß. Wenn die nächste Band nicht kennt, wird erschossen. Für solche Arschlöcher wie euch haben wir hier keine Verwendung, weder auf Juno noch auf Hitbox noch sonst wo. Sterbt einfach einen dummen Qual von Assi-Tod. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Arschloch. Tschüss. Am 29. März erschien dann Folge 3 von Welche YouTuber passen zu dir? In welcher Rainer demonstriert, nicht zu wissen, wer Josef Fritzl ist. Ich habe von dem schon mal gehört, aber ich bringe dir mit nichts in Zusammenhang gerade. Ist das nicht irgendwie einer von den Machern von YouTube gewesen? Ich kann den jetzt mit nichts in Verbindung bringen. Den Namen habe ich schon mal gehört, aber ganz in der Vergangenheit irgendwie. Am 31. März zeigte sich Rainer im Stream enttäuscht, dass andere Junauer, darunter auch Kobas, einen Song aufgenommen hatten, ohne ihn zu inkludieren. Und genau genommen, ja, könnte ich jetzt sagen, dass das Maximum Noise quasi mehr oder weniger, könnte man sagen, es war eine Kriegserklärung. Oder wie seht ihr das? Wir haben Kobas mit reingenommen. Und das ist auch nicht gerade ein Fliehwicht, ja. Und im Verhältnis, im Körperverhältnis sehe ich ganz anders aus wie Kobas. Weil bei mir ist das Gewicht ganz anders verteilt. Und noch dazu, ich bin ein ganzes Stück größer und alles. Und ich behaupte jetzt einfach mal, ich sehe auch eine Spur besser aus. Tief gekränkt hinterließ Rainer dann auch einen Kommentar. Darauf erhielt er auch eine Antwort, in der erklärt wurde, dass der Song sehr spontan entstanden war und Rainer nicht absichtlich ausgeschlossen worden war. Daraufhin lud Rainer am 1. April das Video »Wo ist mein Platz?« hoch, in dem er offenbart, dass YouTuber wie KuchenTV ihm gesagt hätten, sie würden nicht aufgrund der Hater nicht mit ihm kooperieren, sondern aufgrund Rainers Arroganz. Rainer meint allerdings, wenn man ihn besser kennen würde, würde man verstehen, dass er nicht arrogant sei. Dann beschwert er sich noch einmal über den Song der Junauer. Ich sehe es einfach, dass ich nicht mehr gefragt wurde, komplett als Beleidigung und eigentlich schon fast als Kriegserklärung. Ich werde diesen Typen komplett ignorieren. Ich habe ihn wahrscheinlich auch schon geblockt, ich bin mir nicht sicher. Ich habe auch keinen Bock jetzt irgendwie darüber, irgendwie mit jemandem zu diskutieren, weil ehrlich gesagt, hat mir das nur eines gezeigt, dass ich nach wie vor alleine stehe. Nach dieser ganzen Scheiße und ich immer noch weitermache, weil ich einfach nicht einsehe, aufzugeben, weil mein Weg der Weg des Kriegers ist und es hört sich blöd an. Tut mir echt leid, meine lieben Arschlöcher, aber ihr werdet mich nicht vernichten. Ich bin da, lebt damit. Das gilt für YouTube und für Juno. Ciao. Am 2. April leakte Captain Metal angebliche Chatlogs Rainers noch aus dem letzten Jahr. Am 4. April erschien das Video Dragon Monday Folge 24 Viel Lärm und Tumult heute, in dem Rainer erklärt, dass sein Kanal nun Drache offiziell heiße. Auch lud Rainer an diesem Tag ein Video hoch, in dem er einen Wasserentkalker auspackt. Im Stream äußerte sich Rainer zu dem Vorfall, bei dem er von seinem Balkon aus mit der Spielzeugpistole gedroht hatte. Doch, hast du halt vom Balkon halt. Das ist nicht auf der öffentlichen Straße, das ist auf meinem Grundstück. Und auf meinem Grundstück kann ich machen, was ich will, egal wohin ich ziele. Es geht dich einen Scheißdreck an. Am 5. April erschienen dann drei Vlogs, in denen Rainer durch die Landschaft rund um Emskirchen spaziert. Als er abends streamte, war plötzlich wieder von einer Freundin die Rede, welche angeblich momentan im Krankenhaus sei. Am 9. April behauptete Rainer im Stream, sein Haus bald zu verkaufen. Am 10. April erschien Draches Hater-Tagebuch Nummer 1, ein Samstag am Grillen. Darin zeigt Rainer Berndian beim Besuch an der Schanze. Hey Inge, weißt du was? Ich mach den Vorschlag. Ja. Ich ruf die Polizei an. Du wartest, bis die Polizei kommt und klärst du das mit denen. Mit mich geht es einen Scheißdreck an. Du hast aber einen Tisch. Das ist mir scheißegal, was ich habe. Mich geht das Ganze nichts mehr an, und zwar ab dem Zeitpunkt, ab dem du versucht hast, mich zu verarschen mit einem Laptop, auf dem eine Spyware war. Da war keine Spyware drauf, Junge.
Du glaubst doch nicht, dass ich mich mit dem Computer überhaupt nicht auskenne, Alter. Auch hatte Rainer gefilmt, wie er in der Gegend seines Hauses patrouillierte und mit einem Stock versuchte, die Hater zu verjagen. Die haben aber schnell Schiss gehabt. Wollt ihr jetzt hier Ringelpups spielen oder was? Blöd gelaufen, wa? Dabei entstanden vermutlich auch diese Fotos von Rainer. Am 11. April erschien das Video Dragon Monday Folge 25 Der Deal, in dem Rainer seine Überwachungskamera zeigt und erklärt, in Zukunft alle Hater, die ihn besuchen, zu filmen. Im Stream behauptete Rainer, den Holzstock zur Selbstverteidigung bei sich zu tragen. Warum ich mit dem Stock rumlaufe? Weil es meistens 5-6 Leute sind und wenn die auf mich losgehen, dann kann ich mich richtig verteidigen. Ich kann auch ohne Waffen kämpfen, aber wenn 5-6 Leute auf dich losgehen, hast du lieber eine Waffe dabei und brauchst sie nicht, als wenn du eine Waffe brauchst und sie nicht dabei hast, glaub's mir. Also ich sag's mal so, von allen, die ich bisher hierher kommen gesehen habe, ja, und die hier aufgetaucht sind, hätte ich alle locker mit einer Hand fertig machen können. Wenn ich Dorian jemals im Dunkeln begegnet wäre, hätte ich ihn einfach umgenockt. Boah, du, mir ist es so egal, ob der ein Messer dabei hat oder eine Pumpgun oder eine Uzi oder was weiß ich. Ich bumm den mit einem Schlag um und liegt am Boden und der macht keinen Millimeter mehr. Am 12. April streamte Rainer von seinem Balkon aus. Währenddessen grillte er und konsumierte diverse alkoholische Getränke. Jim. Jo, Jim Beam mit Honig. Jim Beam Honey ist so geil. Macht den Rest vom Energy reingekippt. Am 13. April erschien dann das Video Der Umzug beginnt. Darin zeigt Rainer, wie er einige seiner Habseligkeiten in Umzugskartons packt und filmt unter anderem seine DVD-Sammlung. Ich weiß mittlerweile auch, ich habe das schon mal in einem Livestream erwähnt vor kurzem, ich weiß mittlerweile auch, wo ich hinziehe. Das wird aber nicht verraten. Wer hätte es gedacht? Ach ja, meine Pornos. Ja, ich habe natürlich auch Pornos. In dem Video Drachenlord Folge 15 Freundin redet er über die Diskrepanz zwischen seiner Online-Präsenz und seinem realen Leben. Denn jeder von uns ist ein normaler Mensch. Und die Hater glauben immer, sie wissen alles. Fakt ist, dass sie nicht mal 1% von dem Ganzen kennen, was ich sage, was ich mache. Ihr sagt immer, ich bin der Lügenlord. Ja, ich lüge. Aber das ist in erster Linie ein Schutz für mich selbst, einfach um mein Privatleben zu schützen. Im Stream trank Rainer erneut Alkohol und erklärte, bald regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Für seine neue Wohnung nach dem Umzug kündigte er eine Roomtour an. Auch am 15. April trank Rainer wieder im Stream. Weißt schon, wie bei Frauen, ne? Bist du so. Musst du sanft anfassen, auf diese Stelle. Hallo? Du bist beim Lustlord, was hast du erwartet? Klar ist es hier sexistisch. Leute, ich habe schon einige Promille-Intus, ich habe schon eine Shisha geraucht und bin deswegen voll auf dem Trip. Ihr müsst ein bisschen deutlicher schreiben, was ihr wollt. Ein bisschen Chimpim. Natürlich der Gute, mit Breitsamer. Das Witzige ist, ich bin immer noch bei klarem Verstand. Ich hab's noch nie geschafft, mich in der Disco zu besaufen. Du bist so dumm, um Jim Beam zu schreiben. Herzlichen Glückwunsch, du bist dümmer als ich. Und das will was heißen. Am 17. April implizierte Rainer im Stream, nach Berlin zu ziehen, da dort auch sein YouTube-Netzwerk sei. Auch trank er erneut. Wenn ich viel trinken würde, wäre ich dauernd besoffen. Bin ich aber ja offensichtlich nicht. Ich trinke Alkohol nicht, weil ich dadurch berauscht werde, sondern ich trinke Alkohol, weil er mir schmeckt. Sowas wie Alkoholsucht ist eine Krankheit und darüber macht man keine Witze. Am 18. April erschien Dragon Monday Folge 26 Rechteck ohne Ecken. Darin redet Rainer über den Junauer Rechteck ohne Ecken und berichtet, in der Rockfabrik in Schweinfurt gewesen zu sein. Am 20. April lud Rainer das Video Drachenlord meine Motivation Drache offiziell hoch, in dem er berichtet, dass ihm die Antriebskraft für neue Videos und andere Projekte fehle. Am 21. April war Rainer zu Gast im Stream von Baby Dave.
Darin berichtete Rainer über die Besuche der Hater in den letzten Tagen und über seine Ideen für Songs. Da habe ich vor kurzem, und es ist kein Witz, also Hater, nehmt euch in Acht, ich habe neulich einem so einen alten, so einen großen Besenstiel über den Rücken gezunden. Also ist komplett unüberarbeitet halt, ne? Es war so, nur so die Gedankenideen. Mein Stock treu dabei und haue euch zu Brei. Und der war halt da gestanden und es waren mehrere Leute und ich habe gesagt, die sollen sich verpissen und die sind halt gegangen. Und ich habe so sowas von die Wut gehabt, weil die Polizei einfach aufgelegt hat und alles zweimal. Und die einfach gesagt haben, ja, ist uns scheißegal so ungefähr. Und mir dachte, scheiß drauf, weißt du was? Selbstjustiz soll man ja nicht machen. Ich empfehle auch hier niemanden sowas zu machen. Aber ich habe mir gedacht, scheiße, ich habe keinen Bock mehr. Lied Nummer 3, der glühende Speer. In dieser ganzen Scheiße mit Erdbärchen und die ganzen Frauen und so weiter, ne? Dann erzählte Rainer, was aus seiner Sicht damals mit Berndi ans Leihcomputer passiert war. Und als die Sache mit meinem Laptop da war, hat er mir sein Laptop geliehen. Auf dem Laptop war eine Spyware drauf, weißt schon. Hauptsache, die kriegen alles von mir raus und Passwörter und alles. Und meinte dann nach dem Interview, den Rechner sperren. Und ich dachte mir, den sperrst du nicht. Hab halt selber ein paar kleine, zweiten Bildschirm habe ich auch angehabt, habe mich durch den zweiten Bildschirm wieder reinhacken können. Spyware flachgelegt, er hat dann nicht mehr sperren können. In seinem eigenen Stream war Rainer erneut am Trinken. Die ganzen Arschlöcher, die mir hier vorwerfen, 5-3 Wochen abends ein Bier. Ich garantiere euch, dass ihr wahrscheinlich Alkoholiker seid und jeden Tag 20 Bier sauft und mir werft davor, weil ich 1 oder 2 Bier am Abend trinke. Leute, so ist der Abend geil. Eine Hand am Sack, eine Hand an der Shisha, das Maul am Mikro, die Kamera auf mich gerichtet und Musik. So chillt man. Ich bin genau das Gegenteil von einem Narzisst eigentlich. Mit dem Besenstiel. Ich hab gesagt, die sollen runter von meinem Grundstück. Die waren auf meinem Grundstück gestanden, haben nicht runter gewollt und haben wieder mal zugezündet. Auch am 22. April trank Rainer erneut im Stream. Sex schreiben würde ich echt gerne mal wieder machen. Ist schon ewig her, dass ich das letzte Mal gemacht habe. Tatsächlich habe ich momentan eine Person, mit der ich es gerne machen würde, aber, also schreiben, aber, jo. Mal schauen, ob da irgendwann was draus wird. Ich bin cooler als Jesus. Ach, bist du ein Vollidiot. Man macht doch aus Fett keine Seife. Oder? Nee. Aus Fett macht man Schmiermittel. Seht aber, was ich für ein Player bin, Alter. So viele Mädels wie ich habe, kann man schon die Namen nicht mehr merken, ey. Das können nur echte Player von sich behaupten. Zum Schuss kommen. Alter, jeden von euch würde ich sowas von zusammenschlagen, ja, für solche Aussagen. Aber im Real Life, ja, habt ihr alle Schiss vor mir. Ihr rennt alle immer schreiend davon. Jedes Mal, jeder einzelne von euch hat nie die Eier, sich wirklich mir gegenüberzustellen. Und wenn, dann kriegt er mal eine aufs Maul und dann ist er plötzlich ganz, ganz klein. Wenn mir jemand zu nahe kommt und mich in meinem Privatumfeld oder in meiner Privatsphäre stört und eine aufs Maul kriegt, dann ist das Selbstverteidigung, Leute. Ja. Kein Forum der Welt will mich. Ist doch ihr Problem, nicht meins. Wie sagt man so schön, die größten Genies der Welt wurden zu Lebzeiten verkannt. Ich bin ja der Typ für eine Frau. Ich bin der Typ, den die Frauen nur als Freund wollen. Basta. Freund und nicht mehr. Friendzone forever. Am 23. April drohte Rainer im Stream wieder einmal mit Gewalt und berichtete, wie er gegen die Hater gekämpft hatte. Du kannst keinen Kampfsport. Dem letzten, dem ich am Fuß in die Fresse gekaut habe, hat er es auch gesagt. Danach hat er ein wenig blöd ausgeschaut. Und zertrümmert immer der Fresse. Ich bin Pazifist. Ich bin so ein Pazifist, dass ich mit dem Roundhouse alles weghau, was ich mir stelle und meint, ich bin kein Pazifist. So ein Pazifist bin ich. Das letzte Mal, als ich rausgekommen bin und einer vor meiner Tür stand, hat er ein Stecken ins Kreuz gerichtet. Und die wollen zu fünf, keiner von denen war mutig genug, sich gegen mich aufzulehnen, obwohl ich alleine war und mein Stecken an dem Rücken von dem anderen Typen zerbrochen ist. Und jetzt müsst ihr es euch geben, die waren zu fünft oder zu, die waren gar nicht zu fünft, die waren zu sechst oder zu siebt. Hier, ich habe sogar noch ein Bild von den Pfosten. Hier. Das waren sie. Das waren aber bloß ein paar sind davon schon abgehauen.
Maul, du Sau. Wenn dir mein Maul nicht passt, Alter, dann kann ich da ja mal in deinen meinen Schwanz nachstecken, Alter. Da stickst du dran. Die können mich mal an meinem übermäßig großen Penis lecken und dann ist das, Alter. Jeder, der hatet und spammt, ist einfach nur jemand, der einen zu kleinen Schwanz hat und seine Eier selber nicht lutschen kann. Rainer hatte nun also vor, mit einer Kamera, Patrouillengängen und Gewaltandrohung die Besuche der Hater zu reduzieren. Doch wie seine Interaktionen mit Junauern wie Krobbers zeigten, schaffte er es mit seiner kompromisslosen Art und einzigartigen Persönlichkeit, stets neue Menschen in Hater zu verwandeln.